heutigen Test prüfen wir das Bremskühlsystem. Bremst während der gesamten Testdistanz nicht mehr als vorgegeben, aber bleibt dennoch unter der veranschlagten Zeit. Speed ist gut. Mach so weiter, damit wir hilfreiche Daten sammeln können. Okay, das war's. Wir haben jetzt ausreichend Daten. Gut gemacht. Oh.
Das ist Platz 1. Hervorragend. Nimm diesen Schwung mit ins Qualifying. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Noch 5 Minuten in dieser Session. Legen wir los. Noch 3 Minuten. In dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Noch 30 Sekunden in dieser Session.
Arbeit. Du bist für die nächste Session qualifiziert. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Im Moment herrscht auf der Strecke Hochbetrieb. Los! Noch fünf Minuten bleiben in dieser Session.
noch 3 Minuten. Du hast es in Q3 geschafft. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Wir sind bereit.
Minuten. Noch 30 Sekunden in dieser Session. We'll be right back.
Wir sind soweit. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben. Das Wetterradar deutet auf leichten Regen in etwa 15 Minuten hin.
Das Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Der Wetterbericht sagt leichten Regen in etwa 10 Minuten voraus. Bereitet einen Boxenstopp vor. Wir glauben, Massa kommt rein. Er müsste in den nächsten paar Runden an die Box gehen. Kimis Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Das Auto hinter dir hat einen leicht beschädigten Frontflügel. Schaden am Frontflügel.
Wetterbericht sagt leichten Regen in etwa 5 Minuten voraus. Direkt hinter dir. Du musst pushen. Nur zur Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Hätte sich dein Hintermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Das dürfte seine Leistung aber nicht beeinträchtigen. Push weiter!
an leicht zu regnen. Es fängt an zu regnen. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Verfügbaren Sprit in diesem Rennen optimal genutzt. Gut gemacht. Rosberg ist direkt hinter dir. Du musst pushen. Intermediate. Du hast noch ziemlich viel Sprit übrig. Du kannst auf Benzingemisch 3 gehen, wenn du möchtest. Wähle das fette Gemisch. Du liegst 3 Positionen hinter Kimi. Hamilton hat gerade die härteren Reifen aufziehen lassen. Sein nächster Stint wird wohl länger. Seine Reifen bauen jetzt mächtig ab. Achte auf den Grip. Nur zur Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen.
Es fängt an zu regnen. Im Moment nieselt es nur, aber wenn es schlimmer wird, müssen wir auf Intermediates oder Regenreifen wechseln. Wenn du auf die Strecke fährst. Das war ein großartiges Manöver. Nahezu perfekt gemacht. Zu sein. Du solltest dir Trockenreifen holen. Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann.
Zustand rechnen. Kimi liegt im Moment 5 Positionen vor dir. Hinter dir hat eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Der Strecke. Wir rechnen mit starkem Regen in 15 Minuten.
Reifen sind absolut konkurrenzfähig. Push weiter. Hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Kimis Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Du hast 1 Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf! Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Du hast jetzt Regenreifen. Damit steht noch ein geplanter Stopp an. Das Wetterradar deutet auf starken Regen in etwa 10 Minuten hin. Auf den falschen Reifen unterwegs. Intermediates müssten für die aktuellen Streckenbedingungen ideal sein.
das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Gut gemacht. Und jetzt wieder Tempo. Es gibt keine blauen Flaggen mehr für dich. Intermediates scheinen unter diesen Bedingungen die bessere Reifenwahl zu sein. Ich finde, du solltest reinkommen und wechseln. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Du hast zurzeit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. Du solltest beim nächsten Boxenstopp auf Intermediates wechseln. Mit deinen aktuellen Reifen hast du bei diesen Bedingungen nicht genug Grip. Die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen an. Deutet darauf hin, dass es in etwa 5 Minuten heftig regnen wird. Durchfahrtsstrafe wegen unsportlichen Verhaltens bekommen. Bleib konzentriert und komm innerhalb der nächsten 3 Runden an die Box.
Strecke frei. Strecke frei. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Dein Vordermann ist 3 Sekunden vor dir. Hält dich auf, du musst überholen. Im Moment bist du in Sektor 1 schneller. Okay, wir glauben, das Wetter wird besser. Wir erwarten leichten Regen in 10 Minuten. Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen 3 Sekunden.
dem niedrigen 1,55er-Fenster fahren, um den Vordermann einzuholen. Push weiter! Ricardo liegt 5 Sekunden vor dir. Dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Das Wetter scheint wieder etwas besser zu werden. Wenn du willst, können wir es jetzt auf Intermediate riskieren. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Du musst den anderen Autos Platz lassen. Wir dürfen nicht zu viele Zeitstrafen kassieren. Vordermann.
ist die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Vorsprung auf deinen Hintermann. 6 Sekunden. Halte die Streckenverhältnisse im Auge. Wenn du glaubst, dass die Bedingungen es erfordern, dann komm zum Reifenwechsel rein. Intermediate. Wir rechnen mit weiteren 5 Minuten Regen. 5 Minuten. Langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten sich vorbeilassen. Deinen Hintermann vorbeilassen.
nicht. Den Platz holst du dir zurück. Hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus. Momentan etwa 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Versuch die Lücke zu verkleinern. We'll be right back.
Busch weiter. Du hast 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Du hast 6 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Auf geht's. Beim nächsten Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Einen längeren Stint ein. Zwischen dir und deinem Vordermann liegen zurzeit gerade mal 7 Sekunden. Vorsprung auf das nächste Auto. 7 Sekunden. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Auto vor dir liegen etwa 7 Sekunden. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Weiter pushen. Du hast 7 Sekunden Vorsprung auf das Auto hinter dir. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr.
Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Du musst dich unbedingt noch steigern. Momentan liegst du 9 Plätze schlechter als vorgesehen. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Gut gemacht. Und jetzt wieder Tempo. Es gibt keine blauen Flaggen mehr für dich. Dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Hätte sich dein Vordermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Das dürfte seine Leistung aber nicht beeinträchtigen. Du hast 3 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. 3 Sekunden.
zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Vorsprung auf das nächste Auto. 3 Sekunden.
krasse Speed. Du bist viel schneller als Maldonado. Push weiter. Zu deinem Vordermann beträgt zurzeit 12 Sekunden. Maldonado auf.
Sekunden vor dir. Sekunde pro Runde ab. Weiter so. Dein Rückstand auf das nächste Auto beträgt etwa 6 Sekunden. Gib Gas, dann können wir die Lücke hoffentlich verkleinern. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen.